So, ich muss mich beeilen. Ich hatte jetzt noch eine interessante Sache gehabt. Und zwar, es geht jetzt darum, um einen Pressebeitrag. Ich habe hier das Hamburger Abendblatt gekriegt bekommen vom 10. September 2018, ein bisschen länger her, völlig egal. Frau Merkel, ich mache mir Sorgen um unser Land, schreibt TV-Moderator Michail Abdullahi in einem Brief an die Kanzlerin. Also Abdullahi, ich gehe davon aus, dass es absolut kein Stammesdeutscher ist und ein Zugewanderter. So, und der sagt, das ist jetzt unser Land. So, das erinnert mich sofort an das Schicksal der Indianer an Nordamerika, die heute deren Restbestände heute sozusagen in den Reservaten sind, die verschiedenen Indianerstämme, indigenen Völker, die dort drinne sind und die Restbestände, die dann unter Alkohol und in armseligsten Bedingungen dort vegetieren. Das erinnert mich sofort daran, an die amerikanischen Ureinwohner. Sie sehen also, dasselbe Schicksal droht Ihnen durch diese sogenannte illegale Massenmigration, die eingerichtet ist von privaten Interessenskreisen. Das heißt, Migration bedeutet ja Umsiedlung. Das heißt, die siedeln jetzt ganz Afrika nach Deutschland ein und so weiter und so fort. Und müssen sich das vorstellen, was das für eine Katastrophe auslöst, ne? Und was bedeutet das aber jetzt nun für diese Migranten, die hier reinkommen, also für die Umgesiedelten? Ja, die bringen jetzt ihre Kulturen mit, die bringen ihre Eigenständigkeiten mit, Religion. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, sie kommen hier in einen Unterdrückungsapparat vielleicht rein und in einen Bereich der Nichtstaatlichkeit. Denn das Deutsche Reich ist ja bekanntlicherweise nicht untergegangen, rechtsfähig, also noch da als völkerrechtlicher Vollstaat. Und es gibt ja keine zwei Staaten auf demselben Boden. Das heißt, es gibt einen völkerrechtlichen Vollstaat und auf der anderen Seite gibt es halt eine bundesrepublikanische Verwaltung. Nehmen wir das mal als das Deutsche Reich und dann packen wir hier die Bundesrepublik drauf und dann ist es eine Verwaltung desselben, richtig? So, und die Verwaltung kann ja kein Vollstaat sein. Sein ist es ja auch nicht, da A voll privatisiert und B mit einem Grundgesetz ausgerüstet, das eventuell nicht in Kraft gesetzt worden ist, weil der Geltungsbereich ab 1990 verschwunden ist, also gestrichen worden ist, beseitigt worden ist und nachher viele Jahre später mit EU-Bestimmungen vollgepackt worden ist, der Artikel 23 Grundgesetz. Und der Artikel 146 Grundgesetz wurde ab 1990 mit dem Satz ergänzt, dieses Grundgesetz, also jetzt kommt die Ergänzung, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt. Den Satz hat man danach eingeführt. Das heißt, das Grundgesetz gilt heute gar nicht für das gesamte deutsche Volk, weil der Geltungsbereich ist gar nicht da. Dann ist der Satz reingekommen, den hätte man sich, wozu soll man so einen Satz dann einfügen, ist ja logisch. Das ist erkennbar, ne? Und die Präambel, die vorne steht, also gleich als erstes, die hat keinen Gesetzescharakter. Die ist also unwichtig und der Rest ist klar. Es ist ein vereinigtes Wirtschaftsgebiet, Artikel 133, Rechtsnachfolge der Verwaltung des vereinigten Wirtschaftsgebiets. Mehr ist das Bundesrepublik Deutschland nicht. Und sie ist auch kein Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches. Und die Weimarer Reichsverfassung 1919, 11. August 1919, ist weiterhin gültig. Das wird im Grundgesetz zitiert. Fertig. So, also. Was passiert jetzt? Jetzt kommen die Migranten hier rein und kommen sozusagen in eine Nichtstaatlichkeit rein. Nun könnten sie ja auch die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen und alles wäre gut, weil sie hätten dann die Staatsangehörigkeit des Deutschen Reiches. Richtig? Falsch. Ab 1919 wurden die Bundesstaaten aufgelöst, aber die sogenannte Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz vom 22. Juli 1913, Deutscher ist, wenn die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaat hat. Blieb weiter in Kraft, wurde ja nicht gelöscht. Und das Gesetz ist bis heute in Kraft. So, was passiert 1919? Bundesstaaten werden einfach aufgelöst, werden zu Ländern gemacht. Das wird in der Verfassung der Weimarer Republik definiert. Aber das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz wird nicht angetastet. Das heißt, damals fielen die Leute sozusagen in eine Nichtstaatsangehörigkeit. Ja, sie fielen da schon rein, in so eine Art Staatlosigkeit. Ja. Also, wir bekamen ja nicht mehr Deutsch den Bundesstaatsangehörigkeitsausweis, sondern nur noch irgendeine Landesangehörigkeit, die mit dem Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz kollidierte, also nicht gesetzlich definiert war. Dann kommt 1925 der staatlose Hitler nach Deutschland, der Österreicher, und ab 1934 verlässt er die deutsche Staatsangehörigkeitszwangsverordnung. Und die deutsche Staatsangehörigkeit ist die unmittelbare Reichsangehörigkeit aus den deutschen Schutzgebieten, in den sogenannten Kolonien. Das heißt, die Staatlosigkeit wird oben nach oben rauf eine Sache gemacht, eine Kolonieangehörigkeit, eine Kolonie-Nichtstaatsangehörigkeit. Das wird von Hitler eingebaut. Trotzdem ist es immer noch das Deutsche Reich. Das wird am 23. Mai 1945 mit der Verhaftung der Reichsregierung Dönitz handlungsunfähig.
1949 kommt die Bundesrepublik rein. Die machen, was nehmen die? Die übernehmen das ganze Nazi-Recht, die Nazi-Angehörigkeit, das Nazi-Staatsangehörigkeitsgesetz und das wird einfach weitergeführt. Bis 1990. Ab 1990 wird alles voll privatisiert. Zwei Blöcke einigen sich: Bundesrepublik Deutschland, Deutsche Demokratische Republik. Keine Wiedervereinigung des Deutschen Reiches sozusagen oder Freigabe. Also, dass das souverän wird in den Grenzen von 1937, wie die Vorgaben von denen sind. Einfach nicht, völkerrechtlich passiert nicht. So, und dann wird die deutsche Staatsangehörigkeit von dem Bundesgesetzgeber, wird die sogenannte unmittelbare Reichsangehörigkeit rausfrisiert. Damit bricht die deutsche Staatsangehörigkeit, die unmittelbare Reichsangehörigkeit ist, weg. Klack, weg ist sie. Also die Nicht-Staatsangehörigkeit wird also nochmal ins Nichts geschoben. Also nichts ins Nichts. Das ist unglaublich. Jetzt kommen die Migranten in dieses Land rein. Also hier Michel Abdullahi zum Beispiel vielleicht. Kommen hier rein, siedeln hier und sagen, das ist unser Land. Landname ist Kolonie. So, denken, dass sie hier reinkommen, geben ihre wertvolle Heimatangehörigkeit ab und gehen in die Nichtstaatlichkeit, in die totale Entmachtung rein. Dass die Entmachtung da ist, ist das beste Beispiel. Mal wieder einer abgestochen, spielt keine Geige, in Wittenburg. Die große Dieselpleite. Interessiert die nicht, ob sie die wird einfach das Dieselverbot gemacht, den Leuten wird das Dieselauto weggenommen, die Diesel-LKWs fahren weiter oder werden mehr. Und die Spielhallenbesitzer können jetzt auch, sie fürchten, werden nämlich auch geschlossen. So, jeden Tag solche Pressemeldungen. Völlige Entmachtung, Entrechtung, keine Menschenrechte, weil nicht strafrechtlich geschützt, kein Rechtsweg, gar nichts existiert. Und die sind völlig raus. Also die Migranten kommen rein, werden dann als Billiglohnarbeiter in der Industrie oder in der Wirtschaft versklavt, weil die ja auch abhängig sind, müssen die versklaven. Ja, und über die Personenverwaltung wird Menschenhandel vielleicht sogar betrieben, weil sie da Kollateralkonten anlegen sollen und über diese Kollateralkonten sozusagen der Staat, der sogenannte, die Verwaltung ihre Kredite, die Verwaltungsunternehmen ihre Kredite generieren. Also es ist Menschenhandel und Versklavung. Also ist Migration, also die Umsiedlung fremder Völker hier rein, gleichzeitig ein Menschenhandel und eine Versklavung. Könnte sein, oder nicht? Was meinen Sie? Schreiben Sie dazu Ihre Informationen oder Ihre Meinung in die Kommentare und vielleicht haben Sie zu diesen Dingen auch Beweisquellen gefunden, die Sie dann damit hineingehen. Wenn man sich dort irren sollte, bitte auch das Gegenteil belegen mittels beweiskräftiger Dokumente. Ich danke Ihnen herzlich. Ach übrigens, und wir sehen uns um 17.30 Uhr in Wittenburg am Donnerstag jetzt, jetzigen Donnerstag auf dem Marktplatz 19243 Wittenburg. Die nicht mehr abgestochen werden wollen, die kommen da einfach mal hin. Was halten Sie davon? Die Lösung könnte sein, die Handlungsfähigkeit des Deutschen Reiches wiederherzustellen. Was meinen Sie dazu? Ja, ist das der völkerrechtliche Vollstaat mit einer völkerrechtlichen Vollverfassung, die sogar, wo sich sogar das Grundgesetz drauf beruft, nämlich die Verfassung der Weimar, der Deutschen, die deutsche Verfassung vom 11. August 1919. Ob die passt oder nicht, ist mal völlig egal, aber da haben wir ja, bekommen wir ja die Rechte wieder. Tja, wie ist Idee? Ne? Weil ich denke mal, dass wir über die bundesdeutschen Verwaltungsstrukturen das gar nicht mehr gelöst bekommen. Wie sollen das gelöst werden? Über die Verwaltungsführung oder die Politik der Verwaltung? Glaube ich nicht, dass das lösbar ist. Ne? Sonst wäre es ja gelöst worden. Ne? Und das ist sehr, sehr wichtig. Und das Ordnungswidrigkeitengesetz hatte genau dasselbe Problem. Kein Geltungsbereich und es ist nicht in Kraft gesetzt worden, weil der Inkraftsetzungsparagraf im Umweg offiziell leer ist, einfach nur angegeben ohne Inhalt. Oder es hat keinen Geltungsbereich. Tja, wie verrückt ist es denn? Ja. Das muss mal geklärt werden, oder finden Sie nicht? Denke ich. Wir sehen uns am Donnerstag um 17.30 Uhr in Wittenburg auf dem Marktplatz. Jetzt. Verantwortung müssen wir, glaube ich, selber übernehmen, weil niemand nimmt uns die Verantwortung ab.